und herzlich willkommen zur heutigen Folge unserer Serie. Im letzten Teil haben wir ja angefangen, das Carbonheck zu montieren und festgestellt, dass es an diversen Stellen klemmt und spannt und Nacharbeiten notwendig sind. Das haben wir ja schon an den letzten Folgen nochmal gezeigt, wie das geht. Wieder markiert, wo es klemmt, mit einem Folienstift und dann mit den bekannten Instrumenten bearbeitet, mit den bekannten Werkzeugen, um die Löcher an die richtige Stelle zu bekommen, die Ecken, wo es zu lang war und geklemmt hat, zu kürzen und so weiter und so weiter. Das ist zwar trotz Absauganlage immer ein bisschen eine Stieberei, weil dieser Kohlenstoff wirklich sehr, sehr fein ist und überall hinfliegt und die Hände ganz schön dreckig danach aussehen. Aber das ist ja alles kein Problem. Wo gehobelt wird, fallen Späne, heißt es ja, so ist das nun mal. Ich habe das am Anfang immer wieder auf Arbeit genommen und dort gemacht. Da hatte ich eine Lupenbrille, um ordentlich zu gucken. Und wie gesagt, eine Absauganlage, das nicht so rumstiebt. Genug diamantierte Instrumente, um das an den diversen Stellen bearbeiten zu können. Auch dieser Querträger hat nachher gekippelt. Da ist nachher von unten dieses Verkleidungsteil befestigt, um die Kabel zu verstecken. Der war zu dick, zu hoch. Kann ich natürlich nicht komplett entfernen, weil sonst kann ich das Verkleidungsteil von unten nicht mehr festschrauben. Um feststellen zu können, wo er kippelt, gibt es so ein grünes Spray. Auch aus dem zahntechnischen Bereich kann man das einfärben. Dann sieht man hier, wo es durchgerubbelt ist. Da sind die Stellen, wo es oben anstößt und kippelt. Dort wieder ein bisschen weggefräst, bis das auch gepasst hat und nicht mehr gekippelt hat. Ja, und dann gab es noch einen anderen zahntechnischen Werkstoff, den ich dachte, der Sinn macht, dort einzusetzen. Ist so ein dünnflüssiges Silikonmaterial, um eigentlich Zahnprothesen zu unterfüttern. Und an diversen Stellen, und zwar dort, wo die vier Schrauben nachher durchgehen, um das Carbonheck zu verschrauben, wollte ich nicht, dass das Carbon dort direkt auf dem Metall des Heckrahmens aufliegt, weil doch kleinste Unebenheiten dort irgendwo vorhanden waren und das dann bitte spannen würde und klappern würde vielleicht. Habe ich mir gedacht, auf der Innenseite das einfach mit diesem Silikon zu beschichten, um eine elastische, hartelastische Auflage dort zu bekommen, um halt gewisse kleinste Unebenheiten dort auszugleichen. Das wird einfach von der Innenseite aufgeklebt mit dem Adhesivsystem vorher, das wirklich festklebt. Ja, so sieht das dann aus. Von innen, wie gesagt, so eine hauchdünne Gummisilikonschicht dort draufgeklebt und damit passt das nachher perfekt. Diese drei Gummihülsen aus dem Originalheck müssen auch entfernt werden und das Carbonheck eingesetzt werden. Das liest man auch nicht in der Bedienungs- oder Montageanleitung. An den drei Löchern müssen die reingedrückt werden, weil das sind die Punkte, wo das Rücklicht nachher befestigt wird. Mit diesen drei Plaste-Nippeln wird das da durchgesteckt. Die beiden seitlichen einfach nur eingerastet und das obere noch mit so einem Sprengring nachher befestigt. Zeigt man nachher nochmal. Heißt, die Gummimuffen raus und in das neue Heck wieder rein. Das war kein Problem, aber man liest das nirgendwo. Das ist ein bisschen schlecht von Illenberger in der Bedienungsanleitung beschrieben. Diese Clip-Muttern, auch die müssen natürlich raus und das neue Heck wieder eingesetzt werden, um nachher dieses schwarze Seitenverkleidungsteil anschrauben zu können. Die habe ich erstmal einfach so reingesteckt in der Hoffnung, dass das dann die richtigen Stellen sind, um das zu verschrauben. Und damit war dann alles erstmal soweit vorbereitet, um das Heck nun endlich am Heckrahmen anschrauben zu können. Die vier Clipmuttern rein, die drei Gummimuffen rein fürs Rücklicht und dann an den, wie gesagt, in dem Fall nur vier Punkten festschrauben. Es bleiben da drei Schrauben übrig, weil das Originalheck noch an anderen Punkten befestigt wird, was beim Carbonheck nicht der Fall ist. Das ist jetzt dieses schwarze Seitenverkleidungsteil, was als nächstes wieder drauf muss. Dachte ich, dass das dann funktioniert, funktioniert aber nicht, weil dieses links unten im Bild, diese Nase, diese Auszipfelung von diesem Carbonteil, warum das immer da dran gebaut wurde, ist zu viel. Das steht über den Heckrahmen nach oben über und darüber hat dann dieses schwarze Verkleidungsteil gekippelt, ging also nicht zu befestigen. Da ich jetzt gefühlt das Heck schon 20 Mal ab und wieder dran hatte und man da von außen doch ganz gut rankam, hatte ich keine Lust, das nochmal abzubauen. Habe das jetzt direkt am Motorrad dann abgetrennt. Diese kleine Carbonnase, warum auch immer die da, wie gesagt, irgendwer da dran gemacht hat, die muss ab. Ja, das ist somit das Einzige, was man Illenberger vorwerfen kann oder ich den vorwerfen muss, dass man für so viel Geld Teile bekommt, die nicht so perfekt passen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei mir nur so ist und dass mein Motorrad ein ganz besonderes und spezielles ist, sondern dass das wahrscheinlich bei allen Motorrädern so ist und dass man dann diese Form, worin diese Carbonteile gepresst, gebacken werden,
nicht mal irgendwo anpasst, dass das dann auf Anhieb irgendwo sitzt. Ja, ist ein bisschen schade. Aber es lässt sich alles handeln, kostet halt nur Zeit und ein bisschen Mühe und Erfahrung. Jetzt steht da nichts mehr über den Heckrahmen drüber. So muss das sein und dann passt auch dieses schwarze Seitenverkleidungsteil, dachte ich. Aber das nächste Problem waren die Position der Clipmuttern. Das passt dann natürlich auch nicht mit den Löchern im schwarzen Seitenverkleidungsteil. Also die wieder ab. Diese Kante, diesen Anschlag, wo die Clipmutter rangesteckt wird. Verlegen durch wieder wegschleifen. Das Loch verlegen durch schleifen. Immer wieder dran gesteckt. Guckt, passt, passt nicht. So lange, bis dann irgendwann die Position dieses Gewindes mit dem Loch von der schwarzen Verkleidung übereingestimmt hat. Auch das hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann hat es gepasst. Ja, damit war nun auch die letzte Hürde genommen, um dieses seitliche Verkleidungsteil wieder dran zu schrauben. Und das war nun keine Kunst mehr. Die vier Schrauben wieder dran, die zwei, die am Rahmen befestigt sind und die zwei, die über diese Clipmuttern am Carboneck zu befestigen sind. Das passt jetzt alles perfekt. Spaltmaße sind super. Da klemmt nichts mehr, da klappert nichts. So muss das eigentlich in meinen Augen auf Anhieb passen, wenn man ein Teil für so viel Geld kauft. Aber ja gut. Als nächstes das weiße Verkleidungsteil wieder dran. Auch das muss diese kleine Plasternase an dem schwarzen Verkleidungsteil eingeklickt werden. Und dann mit drei Schrauben, zwei von der Innenseite und eine von unten an diesem schwarzen Verkleidungsteil befestigt werden, dann sitzt auch das wieder dran. Als nächstes kommt dann die Kennzeichenbeleuchtung wieder rein mit dieser Gummifassung. Das ist auch die einzige Beleuchtung, die nicht LED ist. Das ist eine normale Glühlampe noch. Die wird dann einfach mit dieser Gummifassung in das Loch reingedrückt. Dann sitzt die so, wie sie sitzen muss. Die Kabel verschwinden nachher unter der Abdeckung zum Schluss. Das Rücklicht wieder einbauen. Dazu musste ich kurz nochmal die Schrauben lösen, um von diesem schwarzen Verkleidungsteil, damit die dazwischen passt, mit diesen drei Plaste-Pins in diese Gummimuffen, die wir vorhin getauscht haben, reindrücken. Und dann wird das eigentlich von der Innenseite mit einem Sprengling und einer Unterlegscheibe fixiert. Das hat auch nicht ganz gepasst, weil das Carbonteil an der Stelle zu dick war. Heißt, diese Plaste-Nase, wo diese Unterlegscheibe und dieser Sprengring drauf musste, also eine Nut eingefräst, wo der Sprengring reingedrückt wird, die hat nicht weit genug nach innen durchgeguckt und damit ging der Sprengring nicht drauf zu drücken. Heißt, Rücklicht wieder raus, das Carbonteil oder besser gesagt erst nochmal die Gummimuffe ab, dann das Carbonteil an dieser Stelle dünner schleifen, dann die Gummimuffe wieder rein, das Rücklicht wieder durch, damit Sprengring und Unterlegscheibe fixieren. Das ging wie gesagt nicht am Anfang. So, natürlich braucht das Heck auch wieder ein paar Blinker. Und aus zwei Gründen hauptsächlich habe ich mich nicht für die Original, sondern für diese Zubehörblinker entschieden von der Firma Motoism. Und die werde ich jetzt mal erklären, warum ich diese genommen habe und nicht die Originalblinker. Zum einen ist es einfach die Optik, die Größe und auch das Aussehen. Der Vorteil dieser Blinker ist, die passen original an die Aufnahme wie die BMW-Blinker, da brauche ich keinen Adapter. Aber sie sind natürlich deutlich kleiner und mir gefällt auch dieses Schwarz besser als dieses helle Glas der Originalblinker, weil das einfach zu diesem Carbonheck besser passt in meinen Augen. Natürlich habe ich die Schraubenköpfe genauso wie wir es im Puig Kotflügelhalter in der ersten Folge schwarz lackiert, weil diese silbernen Schraubenköpfe in dieser schwarzen Plastikaufnahme einfach hässlich aussehen. Die kommen so mit diesen dünnen Drähtchen mit zwei Bananensteckern hinten dran, damit das dann auf Dauer nicht irgendwo doch sich durchscheuert oder irgendwie ein bisschen widerstandsfähiger ist, habe ich das aus dem Bau heraus mit diesem Gewebeband umklebt, ummantelt. Schien mir etwas sicherer zu sein, als diese dünnen Drähtchen da so zu verlegen. Muss man sicherlich nicht unbedingt machen, aber schaden kann es auch nicht. Ist an vielen Stellen dieser Kabelbaum vom Original BMW-Kabelbaum mit demselben Gewebeband auch ummantelt. Es braucht dann noch diese zwei Widerstände. Warum, sage ich gleich noch. Die muss man leider auch extra kaufen. Sind nicht dabei. Dann montiert ans Carbonheck, auch da musste man wieder ein bisschen nachschleifen, weil das nicht gleich auf Anhieb da reingepasst hat, weil das auch ein bisschen zu knapp alles gearbeitet war von Illenberger. Aber das war aber nur das kleinste Problem. Finde, es sieht sehr schick aus, passt zu diesem Carbonheck sehr gut und zum Heck der BMW. Dann müssen natürlich die Blinker auch wieder angeklemmt werden, verkabelt werden. Dazu muss man die erstmal nach oben führen. Die Kabel, da dort befinden sich die Enden vom Kabelbaum, wo die Originalblinker zusammengesteckt waren mit dem Kabelbaum. Wieder durchfädeln.
Und dann mit diesen zwei Bananensteckern, die am Ende dran sind, die Widerstände verbinden. Wie gesagt, die muss man extra kaufen, obwohl die Blinker speziell für die RS empfohlen und ausgewiesen sind. Hätte ich gedacht, das ist alles dann dabei. Aber die Originalblinker haben eine andere Leistungsaufnahme als die Zubehörblinker. Wenn man diese Widerstände nicht verbaut, haut das alles mit der Blinkfrequenz nicht mehr hin und mit der Steuerelektronik und so weiter. Deswegen sind die zwangsweise zu verbauen. Und die gibt es auch in verschiedenen Widerstandsklassen. Da muss man dann entsprechend dann auswählen. Das einfach zusammenstecken. Das ging relativ einfach mit diesen Bananensteckern zu stecken. Dann habe ich auch das alles wieder mit Gewebeband verklebt und ummantelt, dass da nicht irgendwie doch Nässe irgendwann reinkommt. Und dann natürlich das Ganze ein bisschen schön verlegt, mit Kabelbindern fixiert, die Stecker wieder zusammengesteckt. An der anderen Seite der Widerstand ist der Original BMW-Stecker, darf natürlich rechts und links nicht vertauschen. Das muss man nochmal kurz gucken, ob man, wenn man links blinkt, auch vorne und hinten links blinkt und nicht hinten andersrum. Das Ganze mit Kabelbindern schön fixiert, dass nichts klappern kann. Jetzt kommt als letztes dieses untere Verkleidungsteil wieder dran, um die Kabel verschwinden zu lassen, das Ganze vor Dreck und Nässe zu schützen. Das wird mit drei Schrauben einfach an den entsprechenden Gewindestellen dran geschraubt. Und damit ist dann das Ganze wieder dicht und optisch abgeschlossen. So, das war's zum Heck. Was lange währt, wird gut. Am Anfang fast verzweifelt, am Ende viel gelernt, auch viel Spaß gehabt. Und ich denke, der Aufwand hat sich wirklich gelohnt. Mir gefällt es super, passt in meinen Augen perfekt da hinten hin. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Warum die Blinker? Der zweite Grund, die Koffer. Die Blinker sind natürlich wesentlich kürzer als die Originalen und man hat jetzt genug Platz seitlich zu den Koffern, auch wenn die beladen sind, ein bisschen hin und her wackeln, wenn man doch mal unebene Straßen fährt. Die Originalblinker sind wirklich bis auf 1, 2 Millimeter nah dran. Illenberger sagt, es passt. Es gibt andere Händler, die sagen, es passt nicht mit dem Carbonheck und den Originalblinkern. Ich finde auch, es ist relativ knapp und könnte doch manchmal dort anstoßen. So sind wir auf der sicheren Seite. Ja, das war's. Im nächsten Teil endlich dann das Hinterrad wieder rein, Kotflügel hinten rein, die sind ja alle lackiert worden. Da geht es das nächste Mal drum. Bleibt also dran, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Macht's gut. Tschüss.